Jo meine Freunde, was geht und ein herzliches Willkommen. Wir reagieren heute mal wieder auf ein cooles Video und zwar 8 unglaubliche Chatmomente, die viral gingen und es geht darum auch ein bisschen makabere Sachen, also abonniert unbedingt gern diesen Channel hier, schaut gern auf Instagram, aber vor allem auch gern auf TikTok vorbei, da gehen wir aktuell schon ein bisschen durch, also da könnt ihr unbedingt vorbeischauen auf meinem privaten Account überhaupt. Ja, wir sehen uns hoffentlich dort, aber jetzt gönnt euch mal das Video, lasst gern ein kostenloses Abo da und los geht's. Jeden einzelnen Tag werden auf der ganzen Welt Milliarden ja, kann ich mir gut vorstellen. Verschickt. Da ist es quasi ganz normal, dass hier die verrücktesten Dinge geschehen können. Ja, wir aber haben uns aus diesem Grund gedacht, dass wir euch heute 8 Aber wie haben die bekommen, haben das Leute gepostet, weil die das so verrückt fanden? Also ich bin wirklich gespannt auf manche Chatverläufe. Wirklich unglaubliche Chatmomente präsentieren, die im Internet komplett durch die Decke gingen. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wir haben aufwendig recherchiert und zeigen euch deshalb nicht nur abgefahrene Tinder-Chats und verrückte Online-Konversationen von bekannten deutschen Rappern, sondern auch, was für massive politische Auswirkungen die SMS-Chats haben können. Es wird also höchst natürlich kommt wieder Österreich dazu. Bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns bei dieser Gelegenheit auch mal in die Kommentare, was der verrückteste ja, Chat war, den ihr je miterlebt habt. Wir sind gespannt. Okay. Kommen wir auf der Nummer 8 direkt zu einer Instagram-Nachricht, die gut zeigt, wie einige deutsche Rapper und Rapperinnen versuchen, ihre Probleme auf digitalem Weg zu lösen. Es geht dabei um Flair und die beiden Künstlerinnen Juju und Katja Krasavice. Juju, okay. Anfang dieses Jahres postete die Berlinerin Juju nämlich zunächst einen mittlerweile wieder gelöschten Tweet, in dem sie auf unterschwellige Weise unter anderem gegen Flair stichelte. Im selben Tweet bezeichnete sie außerdem Katja Krasavice als YouTuberin, obwohl diese sich seit einiger Zeit vor allem ihrer Musikkarriere widmet. Ja, es ist ja eigentlich auch nicht viel mehr als eine YouTuberin, die durch zweideutige Videos irgendwie bekannt geworden ist. Also Musikerin will ich das jetzt nicht nennen. Ich meine, ich bin kein Musikerkritiker oder so, aber die Musik hört sich teilweise echt scheiße an. Ich meine, allein dieses Highway-Zeug da, das kannst du nicht anhören. Also sorry, aber mein Musik ist halt Geschmack. Das kam jedoch gar nicht gut an, weswegen Katja Krasavice kurz darauf in einer Insta-Story gegen Juju wetterte. Daraufhin kam es dann zu einer Unterhaltung in den Insta-DMs, die ursprünglich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. In diesem Chat entschuldigte sich Juju dann zunächst bei Katja Krasavice, schrieb im letzten Satz jedoch, dass es ihr eigentlich um Flair gehen würde und sie vor allem ihn dissen wolle. Genau diese Nachricht wurde dann aber von Katja Krasavice oder ihrem Management an Flair weitergeleitet, der es sich nicht nehmen ließ, den Chat öffentlich zu teilen. Dazu schrieb er dann, dass Juju bald eine konkrete Antwort von ihm erwarten dürfte, welche er dann in einem Song mit Katja Krasavice auch umsetzte. Ja, das ist so lächerlich, wirklich. Das ist so lächerlich. Also das sind ja wirklich die, ja, ist egal. In einer gemeinsamen Single rappten die beiden nämlich nicht nur darüber, wie viel Geld sie haben. Ist klar, und da geht's halt auch um den Profit, denke ich mal. Ich meine, wenn du dir irgendwie so die Möglichkeit, ja, wenn du gerade im Gespräch bist, dann nochmal draufhauen und nochmal alles ausquetschen aus der Kuh. Also, das verstehe ich nicht. Das ist so unnötig, aber so ist anscheinend die Musikszene jetzt. Also, dieser Möchtegern-Rapper. Also, sorry, aber das ist einfach, ja. Ich meine, man kann sich ja so unterhalten, aber. Ja, gut. Er ließ es sich wie sie meint. Juju ordentlich zu dissen. Auf der Nummer 7 machen wir weiter mit einem geleakten Chat, der seit 2020 ganz Indien in Atem hält. Konkret geht es dabei um den Bollywood-Superstar Rhea Chakraborty, die einige Zeit mit einem anderen Bollywood-Schauspieler namens Sushant Singh Rajput zusammen war. Während boah, dieser Name. Auf den Blick zwar noch recht unspektakulär klingt, ist das, denk was am auch. 8. Juni 2020 nein, passierte, ich kann mir Fremdgehen vorstellen. Viele jedoch bis heute ein Rätsel. An diesem Tag sah Rhea Chakraborty ihren Freund nämlich das letzte Mal. Es wird gemunkelt, dass sie an diesem Tag mit Sushant Singh Rajput Schluss machte und sein Haus für immer verließ. Am Abend dieses 8. Juni schickte sie dann einige WhatsApp-Chats an den indischen Filmmogul Mahesh Bhatt, der lange Zeit eine Art Mentor für Rhea Chakraborty war. In diesen Nachrichten schrieb sie unter anderem, dass sie endlich von Sushant Singh Rajput weg sei und ab sofort nur noch mit dem viele Jahrzehnte älteren Filmproduzenten zusammen sein will. Der schrieb daraufhin, dass sie alles richtig gemacht habe und es jetzt wieder bergauf gehen würde.
Mysteriöserweise passierte eine Woche später jedoch das Unglaubliche, denn der verlassene Sushant Singh Rajput Was? Wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden und es ist bis heute nicht geklärt, woran er genau verstorben ist. Das war nicht sie. Da kurz danach die angesprochenen WhatsApp-Chats geleakt wurden, müssen sich seitdem sowohl Rhea Chakraborty als auch Mahesh Bhatt von der indischen Öffentlichkeit zahlreiche Vorwürfe anhören und wurden sogar polizeilich vernommen, um irgendetwas das kann, das ist klar. von Sushant Singh Rajput herauszufinden. Na, ist klar, dass die das erste ins Fadenkreuz fallen, weil sie hat ihn ja theoretisch als letzter gesehen, lebend noch gesehen und kann natürlich klar sein, ich meine, dass die das Geld noch von ihm bekommt oder so. Die Welt ist krank. Ganz einfach, die Welt ist krank. Einem kuriosen WhatsApp-Chat zwischen einem englischen Fußballfan und seiner Freundin, den man guten Gewissens als Relationship Goal bezeichnen kann. Der Mann, dessen Name leider nicht bekannt ist, ist nämlich okay. ein Riesenfan der englischen Nationalmannschaft, weswegen die Lions, ein großes die Drama Free war, Lions. Das Spiel der Engländer gegen Tunesien bei der letzten WM aufgrund seiner Arbeit zu verpassen. Das war seine Freundin, die nur unter dem Twitter-Namen Lightning Star bekannt ist, nicht hängen und schickte ihm alle paar Sekunden ein Update über den Spielverlauf. So das kann nach hinten losgehen. Kleinere kuriose Details, wie zum Beispiel, dass gerade ein Spieler am Boden liegt oder der Schiedsrichter einen uninteressierten Eindruck macht. Aus Spaß tweetete sie daraufhin ein paar Screenshots, die dann innerhalb weniger Sekunden auf Twitter viral gingen. Ihr Post wurde nicht nur tausende Male retweetet, viele kommentierten sogar, 22.000 dass sie gerne Likes. Eine Freundin wie sie hätten, die ihren Fußballverrückten das ist ja cool. Okay. unterstützt. Also es geht auch dann doch nicht in die falsche Richtung. Ja, das ist nice. Mit einigen SMS-Chats, die zwar eigentlich privat bleiben sollten, letzten Endes aber aufgrund eines Gerichtsurteils der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden mussten und für gigantisches okay. Aufsehen sorgten. Konkret geht es um den österreichischen Bundeskanzler Sebastian. Ach, ja, natürlich kommt die auch noch. Natürlich muss das auch noch kommen. Ich meine, wer sich nicht auskennt, da gab es mal ja, hören wir es uns von Ihnen an. Heinz-Christian Strache. Ich will mich da nicht äußern, also politisch. 2019 Steff, aufgrund des berühmten Ibiza-Videos in der Öffentlichkeit, Strache. Möglicherweise korrupt und spricht nur Strache, und aber unseriös dargestellt wurde, verlor er nicht nur seinen Job als Vizekanzler, er musste sich darüber hinaus zahlreichen Untersuchungsausschüssen und Gerichtsverfahren stellen. Für diese Verfahren wurde dann verlangt, dass sowohl Strache als auch Kanzler Kurz ihre privaten SMS-Konversationen offenlegen müssen, da sich die Ermittler so weitere Hinweise auf mögliche Korruption und Käuflichkeit erhofften. Zwar wurden diese Hoffnungen nicht bestätigt, da Kurz und Strache nichts in dieser Richtung schriftlich austauschten, allerdings kamen Chats zutage, über die in Österreich bis heute diskutiert wird. Denn obwohl Strache und Kurz Regierungspartner waren, bekommt man aufgrund der Chats den Eindruck, dass ihre Beziehung extrem krisenbelastet war. Eine der meistzitierten Nachrichten von Kurz. Ich habe schon Angst, ich habe nicht alle gehört oder gelesen. Verkauf mich nicht für total deppert. Zwar haben diese Chats bisher noch keine großen neuen Details ans Tageslicht gebracht, bis heute zeigen sie jedoch, dass die ehemalige österreichische Regierung vor allem ein Zweckbündnis war, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Auf der Nummer 4 machen wir mit einem viralen Chat weiter, ja, in dem stimmt. eine Anmache extrem nach hinten losgegangen ist. In diesem Chat zwischen zwei anonymen Kollegen geht es nämlich zunächst darum, dass eine Frau extrem traurig darüber ist, dass ihre Kollegen in eine andere Abteilung wechselt. Von Anfang an macht die Frau ihrem Kollegen Stella klar, from the office. dass sie über diese Versetzung extrem traurig ist und ihn jetzt schon sehr vermisse. Der Mann hatte an solchen Chats jedoch kein Interesse und reagierte direkt extrem abweisend und meinte, dass sie sich bitte an die Personalabteilung wenden solle, wenn sie etwas von ihm will. Darüber hinaus schrieb er, dass er momentan einfach nur Zeit mit seiner Frau und seinen Töchtern verbringen möchte und auf gar keinen Fall mit der Kollegin schreiben wolle. Die respektierte diesen Wunsch allerdings nicht und begann aus dem Nichts damit, die Frau des Kollegen als übergewichtig zu beleidigen und dass er am besten dran wäre, wenn er einfach Schluss machen würde. Für den Mann war dies an Respektlosigkeit und Dreistigkeit jedoch nicht zu überbieten, weswegen er die Kollegin aufforderte, bei der Personalabteilung eine eigene Versetzung zu beantragen, damit sich die Wege der beiden auf gar keinen Fall mehr kreuzen. Zwar ist wie gesagt unbekannt, wer diese Chats genau verfasst hat und ob die Frau tatsächlich ihren Job verlor, sie zeigen jedoch, dass zunächst harmlose Nachrichten gewaltig schiefgehen können.
Auf der Nummer 3 kommen wir nun zu einem weiteren Flirtversuch, der allerdings witziger ist. Eine unbekannte junge Frau aus Schottland lud zwei Halleluja, da geht's zu. Einen Anmachspruch von Tinder bei Twitter hoch, den sie anscheinend absolut originell und cool fand. Ihr Match fragte sie in diesem Chat nämlich zunächst, ob sie ins Kino gehen wollen, vorausgesetzt, dass sie dort erlaubt sei. Die junge Frau dachte dabei zunächst, dass es sich hier um einen grammatikalischen Fehler handelt und fragte lieber nochmal nach. Darauf antwortete ihr Match allerdings sehr smooth, indem er schrieb, dass Sachen zum Vernaschen im Kino für gewöhnlich verboten seien. Nachdem sie diesen Chat bei Twitter postete, ging er nicht nur viral, sondern inspirierte wohl... So ein billiger Anmachspruch, also wirklich so ein billiger Anmachspruch. Einige weitere Tinder-Nutzer diesen Anmachspruch selbst auszuprobieren. Dies führte letztlich dazu, dass genau die junge Frau ein weiteres Mal mit dem von ihr veröffentlichten Anmachspruch konfrontiert wurde. Dieses Mal antwortete sie jedoch etwas anders darauf. Bevor wir zur Nummer 1 kommen, haben wir noch einen weiteren kurzen Tinder-Chat, der zeigt, dass man manchmal vielleicht nicht ganz so tief ins Glas schauen sollte, wenn man auf einer Party noch plant, mit jemandem intim zu werden. Auf diesem Screenshot, der vor ein paar Jahren viral ging, fragte der weibliche Teil des Matches ihren männlichen Gegenpart nämlich, ob sie sich nicht irgendwoher kennen würden. Er erwiderte dann nur ganz trocken, dass sie vor einigen Wochen nach einer Uniparty etwas in seiner Wohnung miteinander gehabt haben. Anscheinend konnte sie sich daran jedoch nicht mehr so gut erinnern. Auf der Nummer 1 kommen wir zum großen Finale nochmal zu einem deutschen Rapper, der Mitte 2020 einen Screenshot von einem Instagram-Chat geteilt hat, über den lächerlich. Man nur staunen konnte. Kylie? Es geht dabei um niemand geringeren als Bones MC von der 187 Straßenbande, der angeblich 2019 in Los Angeles Party mit der wohl berühmtesten Influencerin der Welt gemacht hat, mit Kylie Jenner. Zumindest konnte man das erahnen, wenn man sich die kurz darauf wieder gelöschte Story von Bones anschaut, in der er von Kylie Jenner gefragt wird, wann er denn wieder nach LA kommt, da sie ihn unbedingt dort haben will. Dieser Chat ging natürlich sofort viral, allerdings hatte das Veröffentlichen der Nachricht auch einige unangenehme Konsequenzen für den Rapper. Denn auch wenn viele ihn um seinen Kontakt zu Kylie Jenner beneideten, fand diese Bones-Aktion gar nicht cool. Das ist ein Fake. Das ist doch Fake, oder? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie ihn da so anhimmelt und fragt, und wenn kommst du wieder zurück und so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Angeblich direkt nach dem Leak. Es bleibt also abzuwarten, ob sich Bones MC und Kylie Jenner je wiedersehen werden. Gott. Und das war's auch schon mit unserem Video und 8 unglaublichen Chat-Momenten, der ging echt nach hinten los. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, welchen Chat ihr am abgefahrensten fandet. Ansonsten... Für sehr, Mann. Auf jeden Fall ziemlich lustig und ja, man sollte echt überlegen, was man teilweise schreibt. Das... Ja... soll uns eine Lehre sein. Abonniert den Channel gern kostenlos, macht doch gern Däumchen nach oben und schaut unbedingt gerne auf Instagram und TikTok. Wir werden vielleicht später nochmal reagieren, schaut auch unbedingt gern vorbei und morgen, geht's wieder in die Formel 2. Bis dahin, danke fürs Zugucken, schaut unbedingt gerne auf TikTok, da kommt jeden Tag sehr, sehr viel Content online. Bis dahin, danke fürs Zugucken, ciao. Sendung extrem traurig ist und ihn jetzt schon sehr vermisse. Der Mann hatte an solchen Chats jedoch kein Interesse und reagierte direkt extrem abweisend und meinte, dass sie sich bitte an die Personalabteilung wenden solle, wenn sie etwas von ihm will. Darüber hinaus schrieb er, dass er momentan einfach nur Zeit mit seiner Frau und seinen Töchtern verbringen